Jo, moin Leute und willkommen zurück bei Battlefield 4. Ist in den letzten Tagen ein bisschen kurz gekommen, da ich selber nicht unbedingt viel gespielt habe. Aber das sollte sich, könnte sich hoffentlich bald ändern, da ich jetzt hoffentlich auch ein bisschen Zeit habe, das Game zu spielen. Aber es geht eigentlich ja am häufigsten und am meisten um euch, die ihr ja mehr oder weniger Lust drauf habt. Und ich gönne mir jetzt mal hier das Boot, ein Plätzchen in dem Boot. Und dann mal mitfahren. Und wir spielen hier Obliteration, also den CTF-Modus, den Flaggenmodus. Ich sehe gerade gar nicht, wo die Gegner sind. Irgendwie komisch. Ah, da hinten. Autsch. Das hat gerade wehgetan. Und ich glaube, hier in der schönen Kurve steige ich mal aus. Und werde mal gerade gucken, dass ich mir die Bombe schnappe. Wie heißt die Map eigentlich nochmal? Hainan Resort. Und ich habe mir mal die Ska-L eingepackt. Oder die Ska-H. Ich habe nicht genau geschaut eben. Und ich muss erstmal schauen, wo ich hier hin muss. Denn den Spielmodus habe ich vorher noch nicht so oft gespielt, muss ich sagen. Oh Gott, und das. Die Waffe hat mal wieder das allerbeste Scope. Oh Mann. Damit trifft man ja gar nichts. Bin mir ganz sicher. Aber das werden wir gleich im ersten Feuergefecht sehen. Ich würde mich mal hier außen vorbei sneaken. Und mal schauen, ja, was hier so geht bei der Poolparty. Und es scheint so, als hätten wir irgendwie schon irgendwie eine Station zerstört, eine Base. Wir würden jetzt vorrücken. Ich muss mich gerade mal orientieren, wie das aussieht. Ja, und rück einfach mal gerade hier ein bisschen vor. Ein Sniper hat mich auch schon freundlich begrüßt. Der steht hier oben. Ja. Ja, und irgendwie geht nichts rein. So, wie das genau aussieht, gucken wir mal gleich. Und warum so wenig Battlefield kam, das liegt nicht nur daran, dass ich nicht viel Zeit hatte, sondern auch daran, dass ich ja eher so ein bisschen, ja, beleidigt war, kann man sagen. Denn jetzt wurden schon wieder irgendwie massig. Ah ja, na klar, LAV in unserer Base, ja, massig DLCs rausgehauen, also China Rising ist offiziell draußen und dieses komische, schlechte Rework von den alten Karten scheint auch irgendwann jetzt die nächste Zeit rauszukommen und ja, keine Ahnung. Ich habe mir dann gedacht, naja, Gott, Battlefield Pay to Play, kann man ja eigentlich sagen, es ist ja schon schade, dass man, um in den vollen Spielgenuss zu kommen, einfach sich dumm und dämlich zahlen muss. Ja, und da hinten steht einer in unserem Geschütz scheinbar. Also irgendwie checke ich gerade den Spielmodus nicht mehr ganz. Warum die Leute hier eigentlich so rumstehen. Und vor allem auf diese Distanz so abgehen. Und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt kommen die ersten DLCs wieder raus. Mindestens die Hälfte der Server wird auch für diese DLCs dann gestaltet werden und man wird eigentlich nie komplett ordentlich spielen können. Denn man muss sich immer irgendwelche Server suchen, auf denen die DLCs gerade nicht laufen. Denn ich werde auch bei meiner Meinung bleiben, bei meiner Ansicht bleiben, dass ich nicht bzw. nur sehr ungern mir Battlefield Premium zulege oder eben die DLCs. Und ich glaube, ich hole mir jetzt mal die Sniper und schaue mich hier mal um. Ich glaube, der Typ will doch nur, dass die hier spawnen. Problem an der Sache ist, wenn hier irgendwie fünf Leute an der Spawnbank gerade, zum Beispiel der da. Okay, den kriege ich natürlich nicht. Ich werde mich mal hier gerade eine Runde abseilen. Und gerade schauen, der da hinten kommt hier runter.
probiere ich mal ein bisschen aggressiver zu snipen. Und hier ist ein Heli im Anflug. Und die konnte ich, da konnte ich irgendwie noch nie Leute raussnipen. Ich habe das, glaube ich, zwei, drei Mal hinbekommen. Sogar mal auf der, mehrmals hintereinander auf der gleichen Map. Beziehungsweise in der gleichen Runde. In Battlefield 3. Nur, das ist irgendwie total glücksbasiert. Ob man irgendwie Leute aus dem Heli raussnipt oder nicht. Und alles explodiert. Ich kann hier gar nichts machen, groß. Ich sehe, ich sehe nicht mal, wo der ist. Und wird trotzdem abgeschossen. Ich habe keine Ahnung, wo mein Gegner ist. Ja, der Battlefield-Verdruss geht weiter. Ihr merkt mir an, ich bin zwar ein Freund der Grafik und des der Spielweise, aber leider nicht ein Freund des Balancings und ja, keine Ahnung, der Politik, dieser Philosophie, dieser Spielphilosophie und der Philosophie des Verkaufs des Spiels und der Inhalte durch EA, die einen dann doch irgendwie zwingen, auf die DLCs zurückzugreifen. Und ja, ich habe ja immer wieder betont, welche Kritikpunkte ich habe an Battlefield. Ich glaube, das muss ich nicht noch weiter ausholen. Aber es ist halt ein immer allgegenwärtiges Thema. Beispielsweise der gute Mensch, den ich da eben gekillt habe, der hat mich nicht gesehen. Und ich war im Nahkampf und es gab kein Feuergefecht. Und ja, alle möglichen Dinge, die hier in so einem Feuergefecht passieren, oder beispielsweise der hier, der hat 32 Life, obwohl er, glaube ich, 5-6 Kugeln abbekommen hat. Natürlich habe ich ihn am Schluss nicht mehr getroffen, aber totally random shit. Und ich will, glaube ich, nicht mehr bei unserem Boot spawnen, das irgendwie auf Grund gelaufen ist. Sondern mich eher hier hinten in das Hotel reinsneaken. Also ganz komme ich auch mit dem Spielmodus nicht klar. Und plötzlich war ich in der Wand halb drin. Ihr habt es gesehen. Bombe. Hört sich gut an. Nehmen wir. Wo muss ich jetzt hin? Target. Was ist das Target? Da hinten. Ja, uncool. Ich blinke jetzt wahrscheinlich wie so ein Weihnachtsbaum. Ne, warte mal. Ich blinke wie ein Weihnachtsbaum. Cool. Und wenn ich jetzt so wie ein Weihnachtsbaum blinke, muss ich da hinten hinkommen. Mhm. Verstehe, verstehe. Doof nur, dass das... Ja, macht das so viel Sinn? Denn die Gegner stehen an unserer Base. Und in ihrer Base. Und mein Team ist nicht unbedingt fähig dazu, die aufzuhalten. Jetzt habe ich aus der Luft gekillt. Ich blinke ja wirklich wie blöd, glaube ich. Und ich muss erstmal gerade verstehen, warum und weshalb eigentlich gerade überall Gegner sind und nicht nur einfach irgendwo. Ich guck mal gerade. Ups, ich hab doch. Hab ich kein RPG dabei? Ich bin nur Pionier. Ich stell mich mal wieder hier an diesen Hotelkomplex wenden. Und scheinbar muss man hier wirklich die Bombe campen. Ah, das mache ich, glaube ich, in meinem nächsten Live mit einer Waffe mit einem ordentlichen Scope. Alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen dämlich. Wer kriegt mich mit dem Holo-Visier? Ich konnte jetzt nicht mal seinen Kopf groß sehen. Aber er ist auch schon Level 100. Wow. Warum habe ich denn kein Gadget dabei? Ich habe doch eine Javelin. Oder? Was? Irgendwie ist hier alles verstellt. Komische Sache. Aber ich glaube, ich nehme jetzt wirklich den Sturmsoldaten mit. Mit der AK und dem Vierfachscope. Wieder an dem Droppunkt. Um mal zu gucken, wie hier eigentlich die Umgebung so aussieht. Von Feinden. Gerade ein bisschen näher ran. Nur ein Stückchen.
Das sagt sie immer so leicht und am Schluss steht man trotzdem mitten im Geschehen. Beziehungsweise das Geschehen steht dann plötzlich in einem selber drin. Boom, Hallöchen. Gerade nachladen. Da hinten war doch einer, hab ich doch genau gesehen. Die Gegner kommen eigentlich immer hier von links. Das gucke ich mir jetzt mal gerade schnell an. Da sind doch eigentlich immer Leute. Ich könnte mal Mate mal reviven. Hier oben. Geht die Party? Gerade gucken. Das ist uncool, ja, das ist natürlich nicht schlau. Die Schüsse kamen ganz sicher von oben. Weil ich stand ja schon die ganze Zeit im Gang. Irgendwie komisch. Ja, jetzt zum 100. Mal an dem Job. Gucken, ob ich hier aus der Luft... Hallo? Kann man da nicht? Eben hat mich doch auch einer aus der Luft gekillt. Ja, okay, lassen wir das. Das scheint wohl nicht so zu funktionieren, wie ich mir das wünsche. Die Bombe macht sich auf Abwege. Man braucht scheinbar wirklich irgendwie ein Fahrzeug. So, und ich mache mich mal hier hin zu gucken. Ja, da ist doch ein Gegner direkt. Den will ich mal observieren. Oh, direkt zwei. Ah, plötzlich Heli. Weg hier. Schnell weg und vor allem ein bisschen healen. Wo ist denn mein Heal? Ich habe gar kein Heal dabei. Was? So, hier in dem Gang ist doch eigentlich auch mal Party angesagt. Hier von der Mitte oder von der linken Seite sind doch die Gegner immer im Anmarsch. Aber irgendwie gerade nicht. Wir haben die Bombe. Das hört sich doch schon mal gut an. Schon mal ein Anfang. Ich sehe da niemanden hier. Aber da. Den holen wir uns. Das geht ja so nicht. Und der andere war... Wo? Da oben. Okay. Verstehe. Und scheinbar, durch diese Musik, wird mir gesagt, dass wir verloren haben. Wie soll es auch sonst sein? Irgendwie war das alles gerade ein bisschen komisch. Und ich hoffe mal, dass es auf der nächsten Map ein bisschen cooler läuft wieder für uns. Und dass man, oder dass ich da auch mal ein bisschen abstauben kann, was? Überspringen wir mal hier das. Meine Stats sind jetzt nicht so toll. Ich wollte gerade sagen, nicht so schlimm, sind sie aber schon. Und wir warten dann mal auf die nächste Runde, beziehungsweise die nächste Runde wird auch der nächste Part. Also, ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.